Maria Theresia. Die Kaiserin verabschiedet ihre jüngste Tochter. Au revoir. Gott schütze Sie. Bitte, Majestät. Bitte lassen Sie mich nicht gehen. Bitte. Es ist ein Abschied für immer. Marie Antoinette soll den Thronfolger von Frankreich heiraten. Es ist der Höhepunkt der Heiratspolitik, mit der ihre Mutter halb Europa an sich bindet. Es muss für sie furchtbar traurig gewesen sein, wie sie ihre Kinder der Reihe nach alle verabschieden musste. Jeder Mensch, der Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, wenn die Kinder nur weggehen zum Studieren. Und da war es einfach ein Leben, was sie woanders verbracht haben. Ein Leben zwischen Kalkül und Gefühl. Ma chère Enzensberg, jeden Tag werde ich trauriger. Mein Inneres braucht Ihre Hilfe. Ihre private Seite zeigen neu entdeckte Briefe. Man sieht Maria Theresia aus einer ganz neuen Perspektive. Sie zeigt in ihren Briefen enorm viele Gefühle, wenn sie von ihren Kindern und ihrem Mann spricht. Eine wirklich außerordentlich sensible Frau. Die junge Maria Theresia. Ihre Regentschaft beginnt dramatisch. 1740 stirbt ihr Vater, der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Ohne Vorbereitung auf die Regierungsaufgaben muss sie fortan die Macht der Habsburger sichern. Ein schweres Erbe für die gerade 23-Jährige. Die Fürsten Europas wollen eine Frau auf dem Thron nicht akzeptieren. Der Kaiser war weg, somit war auch die männliche Macht weg und die weibliche Macht war schlicht und einfach nicht vorstellbar oder nicht existent. Preußen nutzt als erstes die Chance. Es besetzt eine der reichsten Regionen der Habsburger, Schlesien. Der junge Preußenkönig Friedrich II. Will damit im Handstreich sein Reich vergrößern. Für Maria Theresia ein Albtraum. Ihr ganzes Leben lang wird Friedrich II. Die größte Bedrohung ihrer Herrschaft sein. Über ihn sagt sie: Friedrich ist ein Monstrum, ein Feind ohne Glauben und Rechtsbewusstsein. Friedrich II. Gilt als der Erzfeind Maria Theresias, aber wir dürfen nicht vergessen, dass also auch die anderen Fürsten dieser Zeit sehr wohl erkannt haben, dass sie also jetzt entweder ihre Territorien abrunden könnten auf Kosten Habsburgs oder sich eben irgendwelche anderen Ressourcen holen könnten. Es ist ein Kampf um eine neue Ordnung. Seit Jahrhunderten gibt es zwei Großmächte in Mitteleuropa, Frankreich und das Haus Österreich. Mit dem Vorstoß Preußens gibt es plötzlich einen neuen politischen Player. Eine massive Bedrohung für Maria Theresias Herrschaft. Aus dem Konflikt zwischen Preußen und Österreich wird rasch ein Zwei-Fronten-Krieg. Denn die Bündnisse in Europa führen in den österreichischen Erbfolgekrieg. Der Angriff Preußens motiviert auch die Bayern und ihre französischen Alliierten zum Krieg gegen die Habsburgerin. Der bayerische Kurfürst marschiert mit seinen Truppen in Österreich und Böhmen ein. Kurze Zeit später wird er auch noch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gewählt. In Wien herrscht Ausnahmezustand. Der Oberbefehlshaber der Armee, Feldmarschall Khevenhüller, muss die bitteren Niederlagen Maria Theresia und ihrem Gemahl Franz Stephan von Lothringen berichten.
Eure Majestät, die Franzosen und Bayern sind bereits in Linz. Unsere Oberösterreicher huldigen dem Kurfürsten. Und? Vom Preußenkönig? Irgendeine Neuigkeit? Er bleibt dabei, dass er ein Anrecht auf Schlesien hat. Ich habe nicht die Absicht, meine Regierung mit der Zerstückelung meiner Staaten zu beginnen. Getreuer Kevenhüller, was sieht er? Majestät? Eine verlassene Königin mit ihrem männlichen Erben. Was von unseren Ländereien soll denn für unseren Thronfolger übrig bleiben? Aber Majestät, bitte. Ich gelobe, wir werden unser Allerbestes tun. Er kann gehen. Ich danke. Die Wende gelingt Maria Theresia mit ihrer Krönung zur Königin von Ungarn in der Pressburger Martinskirche. Sie hält eine emotionale Rede und gewinnt so die Ungarn für sich. Diese stellen ihr 20.000 Soldaten für den Kampf gegen die bayerischen und preußischen Truppen. Die Feuertaufe für das diplomatische Geschick der Habsburgerin. Quand elle va se faire couronner reine de Hongrie. Als sie sich zur Königin von Ungarn krönen lässt, ist die erste Hälfte des Tages der Krönungszeremonie in der Kirche gewidmet. Sie erscheint in ihrer ganzen Weiblichkeit, trägt ein prunkvolles Kleid, die Krone, der Schmuck, alles, was eine Frau, wie soll ich sagen, verführerisch macht. Aber noch am Nachmittag desselben Tages ist Maria Theresia gezwungen, ein extrem männliches Ritual auszuführen. Sie muss im Galopp einen Berg hinaufreiten und mit ihrem Schwert in die vier Himmelsrichtungen deuten, als Zeichen dafür, dass sie ganz Ungarn beschützen wird. Nach der Krone Ungarns gelingt es Maria Theresia, auch die Krone Böhmens zurückzuerobern. Über diese schreibt sie später trocken: Ich habe selber aufgehabt, ist schwerer als die von Pressburg. Sie hat einem Narrenhäube gleich. Die Krönung findet 1743 im Prager Veitsdom statt. Es ist ein besonderer Triumph, denn Böhmen war von Bayern besetzt und der bayerische Kurfürst hatte sich schon als böhmischer König huldigen lassen. Als die Maria Theresia den Thron bestieg, gesagt, sind sie alle über sie hergefallen. Und innerhalb von 3 Jahren hat sie geschafft, sich wirklich Anerkennung in ganz Europa zu erreichen. Und das zeigt, dass sie eine fabelhafte Politikerin und Diplomatin war, die es einfach geschafft hat, die Einstellung von allen anderen Ländern in Europa umzudrehen. Und das finde ich irgendwie schon bewundernswert. Der nächste Erfolg? Maria Theresia bringt die Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs dazu, ihren Mann Franz Stephan zum Kaiser zu wählen, nachdem der bayerische Kurfürst Kaiser Karl VII. Gestorben war. Für die Historikerin Elfriede Ibi ist es ein taktisches Meisterstück. Maria Theresia war aber das Heilige Römische Reich sehr wichtig, weil immerhin war die Kaiserwürde seit Jahrhunderten in der Familie Habsburg. Und das war auch den neuesten Forschungserkenntnissen zufolge wirklich eine große Leistung, ja, dass sie diese Würde wieder zurückgeholt hat. Dieser Triumph ist in zahlreichen Kupferstichen festgehalten. Franz Stephan von Lothringen wird in Frankfurt zum Kaiser gekrönt. Maria Theresia hält sich bewusst im Hintergrund. Um Kaiserin zu sein, brauchte man nur einen Kaiser zu heiraten. Sie wollte aber Franz Stephan im Mittelpunkt haben. Also sie wollte ihm auch die Bühne zur Repräsentation als römisch-deutscher Kaiser überlassen. Am Weg nach Wien besichtigt das Kaiserpaar das Lager ihrer Armee. Mit der Kaiserwürde ist die Macht des Hauses Habsburg wiederhergestellt. Aber der Krieg geht weiter. Erst 1748 ist der Kampf um eine Neuordnung Europas beendet. Der Friede von Aachen schafft im europäischen Raum Friede nach wirklich
8 Jahren Verheerungen, Kämpfen. Es sind eigentlich alle europäischen Mächte am Ende. Aber es sind genauso wie vorher die großen Player, die die Politik in Europa bestimmen. Frankreich, Habsburg, England, Niederlande, Spanien. Es bleibt alles gleich. Ein großer Spieler im Konzert der europäischen Mächte kommt dazu. Und das ist Friedrich II. Mit Preußen-Brandenburg. Nachkriegsalltag im Habsburgerreich. Land und Leute sind verarmt. Reformen sind dringend nötig. Maria Theresia führt die Schulpflicht und Steuern für alle Stände ein. Zudem reformiert sie Armee und Beamtentum. Damit legt sie den Grundstein für einen modernen Staat. Sie ist in meinen Augen eine Praktikerin. Und in dem Moment, wo sie sieht oder wo man ihr nahebringt, also so geht das nicht, das funktioniert dort nicht, dann ist sie bereit, also etwas zu tun. Aber nicht jetzt aufgrund von aufklärerischem Gedankengut. Schloss Tratzberg in Tirol. Hier liegt ein historischer Schatz. 80 handgeschriebene, teils unveröffentlichte Briefe Maria Theresias an ihre Hofdame Sophie Enzenberg. Ihr direkter Nachfahre Ulrich Goes Enzenberg übergibt diesen sensationellen Fund dem französischen Historiker Jean-Pierre Lavandier zur Aufarbeitung. Dankeschön. Für den Wissenschaftler ist der Nachlass von Sophie Enzenberg, geborene Schack, von unschätzbarem Wert, zeigt er doch sehr persönliche, bisher unbekannte Seiten Maria Theresias. Sophie Enzenberg ist nur ein Jahr lang Hofdame. Danach heiratet sie und übersiedelt nach Tirol. Doch die Freundschaft besteht ein Leben lang, dokumentiert durch zahlreiche Briefe. Der Briefwechsel mit Sophie Enzenberg ist einzigartig, schon aufgrund seiner enormen Länge. Er erstreckt sich über 27 Jahre. Abgesehen von den Briefen mit einigen ihrer Kinder haben wir kein anderes Beispiel einer solch langen Korrespondenz. Die Briefe sind in Französisch verfasst, der Sprache des Adels und auch des Wiener Hofs. Anhand der Briefe kann man sehr wohl vermuten, dass die Gräfin Enzenberg die Vertraute ihres Herzens war. Frankreich ist eine der reichsten und mächtigsten Monarchien Europas. Die französischen Könige seit dem Mittelalter die großen Gegenspieler der Habsburger. Versailles, die Residenz des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., ist Vorbild für die Höfe in ganz Europa, auch für den Wiener Hof. Trotz der ewigen Feindschaft der beiden Reiche. Il faut comprendre qu'à l'époque toute l'aristocratie européenne parle français. Man muss verstehen, dass die ganze europäische Aristokratie damals Französisch spricht. Versailles ist ein Anziehungspunkt für ganz Europa, aufgrund der enormen Pracht, die in Versailles herrscht. Man bewundert die französische Kultur, vor allem wegen ihres Luxus, aber auch wegen der Macht, die Frankreich zu diesem Zeitpunkt noch hat. Andererseits verbindet man mit Versailles auch eine gewisse Abscheu, denn es wird als ein sündhafter Ort angesehen, ein Ort der falsch verstandenen Freiheiten. Maria Theresia hat hingegen einen Hof, der im Vergleich zu Versailles auf gewisse Weise geradezu bürgerlich erscheint. Bereits im Erbfolgekrieg lässt Maria Theresia das Jagdschloss ihres Vaters, Schönbrunn, zur Sommerresidenz ausbauen, in der größten Krise ihrer Regentschaft. Ein 1000 Personen umfassender Hofstaat
begleitet das Kaiserpaar und seine 16 Kinder jedes Jahr im Sommer nach Schönbrunn, wo mit glanzvollen Festen barocker Lebensstil zelebriert wird. Schönbrunn wird zum Denkmal der Epoche Maria Theresias und zum Zeichen für die wiedererrungene Macht des Hauses Habsburg. Das mit der Sparsamkeit ist ein Klischee. Denn die Quellen, also auch zeitgenössische Beschreibungen und das Wissen, dass es so viele Ausstattungsphasen gab und die wir jetzt bei den Restaurierungen auch freilegen und die zum Vorschein kommen, war sie alles andere als sparsam. In Schönbrunn vereint Maria Theresia Regierungsgeschäfte und Familienleben. Das sind die Zahlen aus den Bergbaugebieten. Und hier die aus Holitsch und Sassig. Mon cher, Alter, merci bien. Geld kann unser Reich immer gebrauchen. Attendez! Contenance! So geht's nicht. Muss mich doch konzentrieren. Setzt euch bitte. Ich mag nicht! Aber Josef, er ist der Thronfolger. Niemand wird ihn später einmal fragen, ob er mag oder nicht. Ce qui la caractérise, c'est que ça a été une vraie mère. Autrement dit, elle. Was sie charakterisiert, ist, dass sie durch und durch Mutter war. Sie hat sich um die Gesundheit und Bildung ihrer Kinder gekümmert. Sie schrieb den Erzieherinnen und Kinderfrauen bis ins Detail vor, was jedes einzelne Kind essen soll, wann die Kinder zum Gottesdienst müssen und so weiter. Bei all diesen Anweisungen berücksichtigte sie die Psyche jedes einzelnen Kindes. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie kannte ihre Kinder alle sehr gut, auch ihre Schwächen. Meine liebe Enzenberg, ich bitte Sie, mir alle 3 Monate 24 Paar Handschuhe zu schicken. Aber die Haut darf nicht dicker sein. Auch wenn ich dafür ein bisschen mehr zahlen muss. Mit 6 Kindern im Zimmer und dem Kaiser habe ich diesen Brief 4-mal schreiben müssen. Und man merkt es deutlich. Wenn man mich heutzutage fragt, welchen Politiker ich am meisten bewundere, sage ich immer die Kaiserin Maria Theresia, weil sie hat es geschafft, also ich weiß nicht, einen Staat zu lenken und außerdem eine richtige Familienmutter zu sein. Ich meine, ich weiß es selber, ich habe nur ein Kind, aber auch das ist nicht ganz einfach immer, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber mit dann so viel mehr Kindern muss es ja noch viel mehr kompliziert sein. Die Historikerin Elfriede Ibi analysiert in Schönbrunn die Familienporträts des Hofmalers Martin van Meitens. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe das berühmte Familienporträt von Martin van Meitens verglichen mit einer zweiten und einer dritten Fassung. Und zwar unterscheiden sich die Fassungen bei der Anzahl der Kinder. Und damit sind wir auch in der Lage, die jeweilige Fassung zu datieren. Das Familienbildnis war auch Teil davon, zu zeigen, hier gibt es Nachwuchs, hier gibt es Potenzial, hier gibt es Familie, hier gibt es Prinzessinnen und Prinzen, die man für die Heiratspolitik einsetzen kann. Und diese Gemälde wurden ja teilweise auch an europäische Höfe verschickt. So knüpft Maria Theresia ein Band quer über den Kontinent. Um den Verlust Schlesiens aus dem Erbfolgekrieg wieder rückgängig zu machen, fasst Maria Theresia einen kühnen Plan. Frankreich soll vom Feind zum Verbündeten werden. Die Umkehrung der bisherigen Allianzen. Architekt dieses diplomatischen Coups, Wenzel Anton Graf Kaunitz. Die Umkehr der Bündnisse ist sicherlich das große Verdienst, wobei ich also sagen würde, Verdienst unter Anführungszeichen,
des Hof- und Staatskanzlers Kaunitz. Er wird das 1753. Vorher war er 3 Jahre lang Botschafter in Frankreich. Und er hat angeblich da schon die Wege vorbereitet für eine Veränderung der habsburgischen Politik. Doch die neue Außenpolitik hat auch Gegner. Der Kaiser hasst die Franzosen, weil sie ihm seine Heimat Lothringen weggenommen haben. Mäusel. Ich habe gehört, meine liebe Gemahlin entsendet den Grafen Kaunitz nach Versailles. Schau. La fenêtre, s'il vous plaît. Was ich für dich habe. Ma chère Mietz, du weißt, dass dein Plan wieder Krieg bringen wird. Für die Wiedergewinnung Schlesiens ist mir jedes Mittel recht. Du reichst genau jene Leute in die Hand, die meine Heimat Lothringen besetzt halten. Deine Heimat ist hier bei mir, mon cher. Und, was ist mit Kaunitz? Der Brief an ihn geht gleich heute ab. Längst ist die Aufgabenteilung des Kaiserpaares klar. Er macht Geschäfte, sie Politik. Der Brief muss morgen über die Grenze. Jawohl, Majestät. L'espionage était partout. Spionage gab es tatsächlich überall. Alle hatten ihre Spione. Briefe zu öffnen, ist jedoch schon Spionage auf einem höheren Niveau. Denn Briefe waren versiegelt. Und man musste sie öffnen und wieder verschließen können. Mit diskreten Depeschen hält Maria Theresia Kontakt zu Graf Kaunitz, ihrem Vertrauten in Versailles. Exzellenz! Exzellenz, Post aus Wien. Hier, diese Briefe müssen ebenso schnell zurück zu Ihrer Majestät. Jawohl, Exzellenz. Kaunitz sucht den direkten Draht zum französischen König, über dessen Mätresse Madame de Pompadour. Lassen Sie uns alleine. Wir müssen miteinander reden. In Versailles haben die Wände Uhren. Die Pompadour ist nicht einfach eine Geliebte des Königs, sondern eine ebenso ehrgeizige wie einflussreiche Beraterin. Mit ihrer Hilfe hofft Kaunitz, die neue Allianz zu verwirklichen. Madame de Pompadour hat sicherlich Einfluss auf Ludwig den 15. gehabt. Letztlich hat sie ihn von der Umkehr der Allianzen überzeugt. Es gibt einen persönlichen und man könnte sagen kleinlichen Grund dafür. Die Pompadour wollte sich an Friedrich II. Rächen, weil er nicht aufhörte, sich abfällig über sie zu äußern. Über Jahre werden Bande zwischen Österreich und Frankreich geknüpft. Für beide Großmächte bedeutet dies einen Bruch mit ihren bisherigen Bündnispartnern. Preußen, Frankreichs Verbündeter, bekommt davon Wind und wechselt die Fronten zu Frankreichs Erzfeind England, bislang Alliierter von Österreich. 1756 unterzeichnen Bourbonen und Habsburger ihren Bündnisvertrag. Die Umkehr der Allianzen ist vollzogen. Doch das bringt neuen Krieg. Ich habe ein geteiltes Urteil über die Umkehr der Allianzen.
Ich denke, dass es für den Hof von Wien sehr gut war. Frankreich hat viel Geld gegeben und viele Soldaten geschickt, um Maria Theresia zu helfen, ihrem Gegner Friedrich die Stirn zu bieten. Sie war es schließlich, die den Krieg angezettelt hatte, auch wenn sie den Anschein erweckte, es sei Friedrich gewesen. Aber sie war es, die dafür sorgte, dass Friedrich den Krieg erklärte. Schließlich wollte sie ihr Schlesien zurückerlangen. Aus österreichischer Sicht hatte es sich also gelohnt. Aus der Sicht Frankreichs hatte es das nicht. Friedrich II. Von Preußen, Maria Theresias Erzfeind, marschiert im Juni 1756 in Sachsen ein. Wieder will er sein Reich vergrößern. England und Frankreich befinden sich schon zuvor im Krieg, doch nicht auf dem Kontinent, sondern in Nordamerika und Asien. Zum ersten Mal in der Geschichte steht die Welt in Flammen. Im Siebenjährigen Krieg geht es nicht mehr nur um die Vorherrschaft in Europa, sondern um die Macht in den Kolonien und auf den Weltmeeren. Frankreich schlittert ja in einen Krieg hinein und dieser Krieg verschlingt Unsummen. Man sollte diesen siebenjährigen Krieg eigentlich schon als einen Weltkrieg bezeichnen. Und Frankreich verblutet sich in diesem Krieg. Und ja, Habsburg hat es auch nichts gebracht, weil es also nicht gelungen ist, Schlesien zurückzugewinnen. Noch mitten im Siebenjährigen Krieg wird mit einer prunkvollen Hochzeit die Allianz zwischen Habsburgern und Bourbonen besiegelt. Der österreichische Thronfolger Josef heiratet eine Enkelin des französischen Königs. Also die Ehe Josefs mit Isabella war wirklich ein taktischer, politischer Schachzug. Denn das waren die mächtigsten Herrscherhäuser Europas. Und dementsprechend notwendig war auch der Pomp der Hochzeit. Der Hofmaler Martin van Meitens hat das dynastisch wichtige Ereignis in mehreren Gemälden festgehalten, die bis heute die Wände des Zeremoniensaals in Schönbrunn zieren. Durch die Heirat mit den Bourbonen sind die Habsburger nun mit einem Herrscherhaus verbunden, das neben Frankreich weite Teile Europas regiert. Welche Wahl hatte Maria Theresia? Sie hatte keine. Die neuen Verbündeten waren die Bourbonen, Frankreich, Spanien, Italien. In diesen drei Ländern regierten Bourbonen. Außerdem konnten die Erzherzöge und Erzherzoginnen von Österreich keine Grafen oder Gräfinnen heiraten. Man musste andere königliche Kinder finden. 1763 geht der Siebenjährige Krieg schließlich zu Ende. Im österreichischen Staatsarchiv liegt der Friedensvertrag von Hubertusburg. Für die Historikerin Renate Zedinger macht er klar, Österreich hat trotz der Allianz mit Frankreich nichts dazu gewonnen. Einzig Preußen hat vom Krieg profitiert. Friedrich II. Kann den Vertrag mit Genugtuung unterschreiben. Aber alle, Friedrich II., Maria Theresia und der französische König, haben die Folgen der jahrelangen Kriege unterschätzt. Frankreich hat einen hohen Preis gezahlt mit all den Opfern, aber auch materiell. Nun, die französische Revolution hat auch finanzielle Ursachen. Das heißt, die Kassen waren leer und die Ernten sehr schlecht. Also im Hintergrund schwelte ein finanzielles Problem. Man kann davon ausgehen, dass dies einer der vielen Gründe für die Revolution war. Schloss Tratzberg in Tirol. Die neu entdeckten Briefe Maria Theresias an ihre ehemalige Hofdame Sophie Enzenberg offenbaren, was die Kaiserin bewegte. Ein besonders gut dokumentiertes Ereignis, die Hochzeit zwischen Leopold und Maria Luisa, der Tochter des spanischen Königs. Es ist die zweite strategisch wichtige Hochzeit zwischen Habsburgern und Bourbonen und sie soll in Innsbruck stattfinden.
Ich bin überzeugt, dass Maria Theresia diese Hochzeit in Innsbruck feiern wollte, weil das Ehepaar Enzensberg dort lebte. Sie hatte vollstes Vertrauen zu ihnen und wollte sie wiedersehen und sie mit der Hochzeit ehren. Innsbruck war der Ort, an dem sie Personen hatte, die sie sehr mochte. Ein Jahr lang gehen Briefe mit peniblen Anweisungen von Wien nach Innsbruck. Denn die Kaiserin übernimmt die Organisation der Hochzeit persönlich. Sie legt sogar die Details der Kleiderordnung fest. So verlangt sie etwa, dass die Reifröcke der Damen nicht zu groß sein sollen. Marie-Thérèse, entre le moment où elle arrive au pouvoir, Maria Theresias Haltung gegenüber Frauen hat sich in der ersten Regierungshälfte verändert. Das ist sehr erstaunlich. In einem Brief ganz zu Beginn 1741 finden wir Äußerungen, dass sich Frauen nicht in die Politik einmischen sollen. Aber ein paar Jahre später wird sie sich bewusst, dass sie Frauen für die Diplomatie benutzen und um ihre Hilfe bitten kann. Und hier findet man eine Notiz, die man fast schon als feministisch bezeichnen könnte. Sie sagt: Bei gleicher Fähigkeit wäre es nicht gerecht, Frauen von den Geschäften auszuschließen. Ja. Das sagt sie. Oui, elle dit ça. Die Hochzeit in Innsbruck läuft zunächst wie geplant. Doch dann leidet der Kaiser unter Beklemmungen und Atemnot. Am letzten Abend der Feierlichkeiten bricht er zusammen. Maria Theresia weiß nichts davon. Was ist passiert? Seine Majestät ist tot. Dick, bitte, ich möchte Ihnen diesen traurigen Anblick ersparen. Nein, ich will hinein. Bitte, Majestät, nein. Es ist zu Ihrem eigenen Besten. Franz Stephan wird in der Innsbrucker Hofburg aufgebahrt. Eine Woche später wird er nach Wien in die Kapuzinergruft überführt. Die Liebesgeschichte zwischen Maria Theresia und ihrem Mann ist nicht anzuzweifeln. Es ist klar, dass sie diesen Mann von dem Tag, an dem sie ihn kennengelernt hat, bis zum Tod geliebt hat. Auch er hat seine Frau geliebt. Vielleicht nicht so leidenschaftlich, aber er hat ihr immer den größten Respekt entgegengebracht und große Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sie nicht zu verletzen. Aber trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wussten alle in der diplomatischen Welt, dass er ein Frauenheld war. Aber meines Erachtens stellt das ihre Liebe nicht in Frage. Sie liebte ihn. Sie hat ihr Bett mit ihm geteilt. Sie hat ihr Leben mit ihm geteilt. Er war die Liebe ihres Lebens. Elle a partagé sa vie, c'était l'amour de sa vie. Als Ausdruck der Trauer lässt sich Maria Theresia die Haare abschneiden. Mein Gemahl ist den 18. August 1765 gestorben, um 21:30 Uhr abends. Mein glücklicher Ehestand war 29 Jahre, 6 Monate, 6 Tage. Er hatte also Jahr 29, Monat 335, Wochen 1540, Tage 10.781, Stunden 258.744. Und sie verteilt ihren gesamten Schmuck. Danke, Majestät. Aber bitte, liebe Mutter, bitte, seien Sie nicht zu traurig. Bitte.
Die Kaiserin verfällt in tiefe Depressionen. Das belegen die Briefe an Sophie Enzensberg. Meine liebe Enzensberg, ich besitze keinen einzigen Diamanten mehr. Ich habe alles verteilt. Während die elegante Welt in den kaiserlichen Appartements feiert, bin ich allein in meinem mit grauem Tuch bespannten Zimmer, nur mit zwei Kerzen. Alles, was einen Schatten von Freude hat, macht mich schwermütig. Und alles Düstere ist mir angenehm. Schloss Hof in Niederösterreich. Es ist ein Ort voller Erinnerungen. Das Jagdschloss hat die Kaiserin einst Franz Stephan geschenkt. Hier lässt sie sich jetzt Witwenappartements einrichten. Hier finden sich auch zahlreiche Gemälde mit den Familien ihrer Kinder. Im Alter hat Maria Theresia diese in Auftrag gegeben. Beweisstücke ihrer dynastischen Erfolge. Leopold mit seiner toskanischen Großfamilie. Maria Carolina und Ferdinand von Neapel. Marie Antoinette mit Ludwig dem 16. Ferdinand mit Maria Beatrice von Modena. Und schließlich Maria Amalia, die den Herzog von Parma heiraten wird. Es ist eben auch Diplomatie mit anderen Mitteln, weil sie einfach versucht hat, eben auf strategisch wichtigen Positionen Kinder zu haben und nicht Verwandte zweiten, dritten Grades, sondern einfach die eigenen Kinder, weil das ist doch, man sagt ja auch, Blut ist dicker als Wasser. Maria Theresia wird scherzhaft die Schwiegermutter Europas genannt. Ihre Heiratspolitik sichert den Habsburgern für Generationen Einfluss und Macht. Durch ihre Kinder und deren Ehepartner ist das Haus Österreich mit halb Europa verbunden. ...1767, ein weiteres Schicksalsjahr für Maria Theresia. Die Pockenepidemie macht auch vor der kaiserlichen Familie nicht halt. Tochter Maria Josepha ist erkrankt, kurz vor ihrer Hochzeit mit dem König von Neapel. Meine liebe Enzensberg, ich fürchte immer, dass meine Söhne auch noch krank werden. Und ich gestehe, dass ich keine Kräfte mehr habe, um noch einen Schicksalsschlag zu überleben. C'était exceptionnel. Je vous donne un petit contre-exemple. Das ist außergewöhnlich. Ich gebe Ihnen ein kleines Gegenbeispiel aus der gleichen Epoche. Die Königin von Neapel hat auch Kinder. Wenn die Mädchen krank sind, fährt sie trotzdem einen Monat zur Jagd. Wenn ein Kind stirbt, fährt sie nicht nach Hause, um das Kind zu begraben. Kleine Kinder zählen zu dieser Zeit nicht viel. Und wenn ein Kind stirbt, sagt man, das ist ein Engel im Paradies, wir werden weitere machen. Für Maria Theresia hingegen zählt jedes Kind. Schönbrunn in den 1770er Jahren. Im Ostflügel residiert die Mutter, im Westflügel der Sohn. Josef II. Ist seit dem Tod seines Vaters Kaiser und Mitregent in den habsburgischen Ländern. Beide arbeiten oft bis in die Nacht hinein, meist gegeneinander. Josef II. Hat also versucht, das zu tun, was er wollte. Und Maria Theresia hat das hinter seinem Rücken versucht, aufzulösen wieder und so zu machen, wie sie es gerne wollte. Und das hat ihn natürlich zum Wahnsinn getrieben, ganz klar. Wieder einmal droht ein Krieg. Polen soll aufgeteilt werden. Josef will militärisch eingreifen. Maria Theresia ist dagegen. Sie klagt ihrer Freundin. Sie werden in kurzer Zeit hören, dass man alle Truppen aus Italien und den Niederlanden für Ungarn kommen lässt, wo die Pest an die Tür klopft. Und in Böhmen und Mähren herrscht Hungersnot. Ich
Ich werde den Krieg, solange ich kann, verhindern. Aber wenn die Armee einmal versammelt ist, kann man kaum hoffen, sie aufzuhalten. Verbrennen Sie diesen Brief und sprechen Sie mit niemandem von dem Aufmarsch der Truppen. Verbrennen Sie diesen Brief und sprechen Sie mit niemand darüber. Hier haben wir einen Brief mit einem Staatsgeheimnis und die Gräfin hat ihn nicht verbrannt. Gut für uns, sonst wüssten wir es nicht. Die Kapuzinergruft in Wien, das Familiengrab der Habsburger. Hier ist Franz Stephan beigesetzt, aber auch die 6 verstorbenen Kinder des Kaiserpaares. Maria Theresia besuchte regelmäßig die Gruft, auch noch wenige Tage vor ihrem Tod. Maria Theresia war sehr einsam geworden. Und ich denke wirklich, dass die einzige Person, die sie noch an ihrer Seite haben wollte, ihre Freundin war. Mit ihr wollte sie den Rest ihres Lebens teilen, weil sie zusammen den Tod des Kaisers durchlebt hatten. Und diese Freundin war die Gräfin Sophie Enzensberg. Das Maria-Theresia-Denkmal auf der Wiener Ringstraße. Es zeigt eine Kaiserin in turbulenten Zeiten, mit ihren Beratern und ihren Feldherren. Heute kennen wir auch ihre privaten Seiten. Sie zeigen eine Frau zwischen Pflicht und Neigung, zwischen Macht und Ohnmacht, als Majestät und Mutter. Sie ist die einzige Frau, die einzige Herrscherin ihrer Zeit, die die 3 Rollen der Frau gleichzeitig auszufüllen vermochte. Sie war absolutistische Herrscherin, sie war Mutter von 16 Kindern und sie war liebende Ehefrau. Und so kann sie uns heute im 21. Jahrhundert als eine Art Vorbild dienen. Und 1770 nimmt Maria Theresia Abschied von ihrer Tochter Marie Antoinette. Au revoir. Gott schütze Sie. Mit dieser Heirat nach Frankreich verliert Maria Theresia ihr letztes Kind. Sie bleibt allein zurück. Seien Sie gut zum französischen Volk, damit man sagen kann, ich hätte ihm einen Engel geschickt. Meine liebe Enzensberg, jeden Tag werde ich trauriger. Mein Inneres braucht Ihre Hilfe. Ich verbleibe immer Ihre treue und ergebene Freundin, Marie Therese. Maria Theresia stirbt am 29. November 1780. Die Französische Revolution erlebt sie nicht mehr. Und auch nicht die Enthauptung ihrer Tochter Marie Antoinette.